Kila Sedai, Leute. Willkommen an Bord der Raya hier in Mass Effect 2. Und wir müssen jetzt an Bord der Alarai gehen, des Laborschiffes, auf dem Talis Vater ist. Und scheinbar mit Geth-Teilen rum experimentiert hat. Und dabei müssen wir Tali versuchen zu entlasten. So, wo ist denn jetzt diese Alarai? Gut, da kleben Kisten an den Decken. Aha. Talisora und ihr Vater sind außer Kontrolle geraten. Sie tragen beide die Schuld daran. Das ist aber eine sehr gemeine Meinung. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Aha, unser Shepard hat Eindruck gemacht. So, Shuttle-Wache. Ach ja, wir müssen an Bord von dem Shuttle gehen. Talisora, was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte... Was Normandy? Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard, was Normandy, zur Verfügung. Wir sind bereit, Wissen Sie, was dort los ist? Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Okay, große Angriffswellen. Oh, oh. Wir sind bereit. Fliegen wir zur Alarai? Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Palisora. Kila Selai. Wut. Die Schiffe sind auch schön gemacht, Leute. Oh, das auch. Sehr cool. Ah, und jetzt sind wir schon in die Alarai zurückerobern. Oh, da geht's schon los. Kasumi. Süß. Süß. No, ein... Was waren das jetzt gerade? Die standen da einfach nur rum und haben nichts gemacht, meine Kollegen. Okay. Sorry, Kasumi, ich wollte dich nicht abknallen. So, was haben wir hier? Laptop. Aha. Quarianer Lock spielen. Bitten etwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Ryle Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Oh oh, Standardsicherheitssysteme umgehen. Das klingt aber gar nicht gut. Okay. Okay, hier und hier. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Ah, Terminal hacken. So, 4200 Credits. So, medizinische Station. Oh, Reparaturdrohne mit Tali sprechen oder reden. Es ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Bergung auf Haystrom. Haystrom war Kriegsgebiet. Wie konnten sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorcha.
Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraumtreiben gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Transportmethoden. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen. Grund für die Auswahl. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hatten. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Hinweise auf Intelligenz, also mit anderen Worten. Hilft Ihnen das was davon weiter? Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hatte? Tali, das wünschen wir uns natürlich alles nicht. Da ist eine Tür. Da ist auch nochmal eine Tür. Quarianer-Lock spielen. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kila, wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Die Quadianerin war da wohl gerade sehr vernünftig. Was haben wir hier? Monitor hacken. So, wo bist du? Da bist du. Das könnte nützlich sein. Geth Schildstärke. Aha. So. Was haben wir hier? Ah, das hatten wir gerade schon, ja. Da kommt jemand. Was? Wo? Ah. Wo? Oh. War's das schon? Laptop-Zugriff. 1800 Credits. Noch mehr Geld? Jawohl. So ist das schön. Wir rauben quasi die ganzen Quarianer aus. Quarianer Lock. Was ist das? Quarianer Lock. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schmeißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fiona, wenn du das siehst, sei stark. Für Daddy. Mami hat dich sehr lieb. Oh no. Oh Mann. Das war jetzt richtig traurig. Die haben ihren Fehler scheinbar zu spät eingesehen und scheinbar haben die wirklich experimentiert. Wow. Na, komm schon. Wie viele kommen denn da noch? Wow.
Raffiniertes Palladium, auch nicht schlecht. So. Da ist noch Munition, ein bisschen was aufsammeln. Ist nicht verkehrt. Ah, jetzt sind wir da. Aufgeladen. Okay, was haben wir hier? Wandsafe. So. 3000 Credits. Jawohl, ja. Sir. Ui. Da liegt eine tote Quarianerin. Metallgeräte. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Wussten Sie das? Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Was halten Sie davon? Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Etwas Brauchbares? Könnten diese Daten ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Ein ehrenwertes Versprechen. Gehen wir. Das ist keine gute Idee. Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Es ist trotzdem ein Zuhause. Finden Sie eine andere Welt. Gehen wir, erobern Sie sie zurück. Finden Sie eine andere Welt. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Arme Tali. Aber wir haben plus 4 Vorbild bekommen. Was ist denn hier los? Oh oh. Ich war noch nicht so weit. Aha, der hat gesessen. Oha, Tali hat's erwischt. So, jetzt mache ich mal Einigkeit. Den Boden!
bitte. Puh, das war ja jetzt mal was. Aber hallo. Da ist ein Medizinkit. Uff. Mann. Laptop. 2400 Credits. Quarianer-Lock spielen. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Gelf haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Tja, das hat aber jetzt irgendwie nicht funktioniert. Laptop-Zugriff. Nochmal Geld. Toter Quarianer mit Tali reden. Er hat getan, was er konnte. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Ja, wird wohl auch nichts anderes übrig bleiben. Was haben wir denn hier? Wandsafe umgehen. Okay. Medizinkits. Energiezellen. Nochmal ein One-Safe. Ist das die Schatzkammer der Alarai oder wie? So. Gut, ich glaube, dann hätte ich jetzt hier alles. Und ich denke, dass das da oben die Brücke ist. Und dann wird es jetzt hier gleich ganz schön ungemütlich, Leute. Kurz durchatmen. Und los geht's. Wusste ich doch. Mein Schiff aufgesammelt. Flottille. Stopp. Knapp, Leute. Uff. Das ist unsere mächtige Singularität. Jawohl.
So. Ach, da hätten wir auch hier außen rumlaufen können. Also. Ja, gut. Was haben wir denn dann hier? Quadianische Konsole. Oh, schauen wir doch mal. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Bingo. Dann mach es mal. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Alles in Ordnung? Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist nur... Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Ich glaube, das wissen wir schon. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Oh no. Ihm ging's um das Versprechen. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Wir müssen das verwenden. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Ihr Vater ist tot. Raya Zora hat von ihrer Fürsorge nichts mehr. Sie haben gehört, wie er gesagt hat, dass er sie aus der politischen Wolfshöhle raushalten möchte. Sie verstehen das nicht, Shepard. Sie würden seinen Namen aus den Unterlagen jedes Schiffes tilgen, auf dem er je Dienst getan hat. Das wäre schlimmer, als verstoßen zu werden. Er wäre ein Verräter an unserem Volk. Ein Monster, vor dem man die Kinder in gruseligen Gute-Nacht-Geschichten warnt. Ich kann nicht zulassen, dass das Gute, das er getan hat, dadurch zerstört wird, Shepard. Warten wir den Prozess ab. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung.